Naja, die Musik kam mit, weiß ich nicht, wann fängt man sich an für Musik zu interessieren? Also zunächst, ja, mit der sozusagen, die haben einen Schallplattenspieler bei meiner Mutter, da gab es eben nur wenig Platten, das war alles Klassik. Also sagen wir mal, die erste Beat-Pop-Rock-Platte sozusagen, das war natürlich ein riesiges Ereignis. Ja. Das kam dann in der DDR eine Beatles-Platte raus. Ja. Diese Politik änderte sich dann, man versuchte das dann so ein bisschen aufzufangen. Oder das, wo ich kam aus dem Westen, eine Single auch eben sozusagen so geschenkt, auch mit den Beatles war das oder ja, so. Und das wurde ein riesiges Ereignis, diese Platte, diese entweder eine Single oder eine Nachspielplatte immer und immer wieder zu hören. Natürlich Radio, also ich habe zwar ein Verbot, diese West-Berliner Sender zu hören. Oder auch das Westfernsehen anzumachen, große Auseinandersetzungen in der Schule, bis hin zu der Lehrer, der fragte, welches Testbild seht ihr, also dieses Nachkontrollieren, seht ihr das? Und wer du gibst die falsche Antwort, könnte also zu deiner Ausgrenzung zu Schwierigkeiten führen. Aber trotzdem, man hatte die Macht. Und wir haben es auch zu Hause gemacht. Und wir haben eben erlebt, und wir sind noch mit meiner Schwester zusammen, wie wir die Westnachrichten gehört haben und oder gesehen haben und meine Mutter dann das leise gemacht hat, auch in der Angst heraus, die Nachbarn könnten hören, dass wir diese Nachrichten hören. Man konnte das sozusagen durch die Wände hören. Ist das nur die Tagesschau oder ist das die aktuelle Kamera? Also, wessen Signal ertönt da? Und siehe da, von den Nachbarn kam auch die Tagesschau. Und meine Mutter musste dann irgendwie sich dazu verhalten und hat uns das dann sehen lassen. Ja. Und so kam sozusagen die Wirklichkeit oder die andere Wirklichkeit, würde ich das jetzt mal nennen, immer mehr auch in unser Bewusstsein. Und die Zeichentrickfilme, die Werbung, alles war irgendwie aus dem Westen, schien attraktiver zu sein als das, was man im Osten so durfte oder konnte oder wie das Fernsehprogramm war. Es war irgendwie langweilig und immer so von oben herab und pädagogisch und also so wie so ein Lehrer eben spricht und nicht lustig und unterhaltend und so, schon hatten die wieder gewonnen. Rockmusik hat mich begeistert, weil sie einen ganz anderen Ausdruck hatte als die Musik, die ich sonst kannte oder überhaupt jede Kultur, weil sie was mit Wut zu tun hatte, für mich jedenfalls, war lustig, war nicht so langweilig wie Schlager, was es so gab im Radio sonst oder Operette oder Blasmusik, sondern die hatte mal irgendwie einen Ausdruck irgendwie so einer Gegenkultur. So war schon an sich jugendlich, wirkte die. Und die Leute, die die gemacht haben, fand ich sympathisch. Und die fand ich irgendwie, ja, heute würde man sagen, cool. Ja, so. Und deshalb galt dieser Sache all mein Streben.